Viel Glück im Kampf gegen diese Raider. Ich hoffe, du wirst es nicht brauchen. Ja, das hoffe ich natürlich auch. Und damit begrüße ich euch zurück zum Let's Play Fallout 4. Ja. Wir haben bei dieser netten Conny Abernethy, hatten wir ja vorhin noch unser Zeugs verkauft beim letzten Mal. Ja, wir hatten ein bisschen gekocht und so weiter und so fort. So, ich wollte mich mal in dem Gebäude umgucken, was wir hier so haben. Ja, stehlen will ich nicht. Ich will es mir mit den Jungs echt nicht verscherzen. Ja, ich wollte eigentlich in der Ego-Perspektive bleiben. Ach ja, das war genau das, was ich eigentlich wollte. Ja, das kann ich, glaube ich, aber auch nicht umstellen irgendwie. Weil ich würde gerne ja den Waffenwechsel eigentlich aufs Mausrad packen, aber das funktioniert ja nicht. Abraxo! Ja, kann ich auch nicht klauen. Kann ich schon klauen, will ich aber nicht klauen. Ja, das gilt natürlich auch für die Patronen, das gilt natürlich für die Matratze. Kann ich hier überhaupt pennen? Du kannst nicht in einem fremden Bett schlafen. Na geil. Das kommt gut. Beutel Düngemittel. Ne, Düngemittel will ich auch nicht haben. Hat die Dame denn noch irgendwas sehr Interessantes jetzt für mich? Netter Anzug. Aber irgendwie glaube ich, dass dein Stil kein Modetrend werden wird. Das könnte durchaus passieren. Hallo? Hi. Willst du handeln? Ja, will ich. Komm her. Sicher. Ja, Kronkorken hat sie nämlich keine mehr. Die habe ich nämlich inzwischen alle abgenommen gehabt. Verdammt. Ja, gut, dann kann ich bei dir jetzt erstmal nichts mehr. Meine Kronkorken will ich auch nicht ausgeben dafür. Ich guck mal eben gerade auf meine Karte. So, wo muss ich denn jetzt hin? Hat er überhaupt hier irgendwas eingezeichnet, wo ich jetzt hin soll oder was? Was haben wir denn hier? US-Abwasser-Satellitenstation. Ja, geh nach Hause. Ranger-Hütte. Ebony's Farm. Aber ich habe doch eigentlich, anhand meiner Skill-Tabelle, habe ich doch eigentlich... Der Weg zum nächstgelegenen Quest hier wird in Watts angezeigt. Ja, das war eigentlich genau das, was ich eigentlich gedacht habe. Ist das nicht das Watts? Ach so, Moment, doch, das könnte natürlich, wenn ich jetzt... Mädchen, dich will ich eigentlich nicht anschießen. Das hatte ich eigentlich nicht vor. Danke, dass du uns helfen willst. Ja, das ist gar kein Problem. Hüttenstation im Nordosten. Zumindest sind sie in die Richtung marschiert, als sie abgehauen sind. Ah, alles klar. Gut, danke, dass er das nochmal sagt. Das wäre dann nämlich hier in der USAF-Satellitenstation, die hier ist. In dem Ding da. Satellitenstation Olivia. Da können wir dann gleich im Prinzip hin. Ich glaube, ich werde aber erstmal die Normalquest weiterverfolgen. Entschuldigung, ich entschuldige mich für dieses lustige, niedliche Feuerzeuggeklicke. Aber bei solchen Spielen brauche ich das einfach. Da brauche ich mein Lungentorpedo. Nicht nachmachen. Ne? Habe ich euch oft genug gesagt. Schadet der Gesundheit. So. Das heißt, wir wollen hier hin. Mache ich da jetzt eine Schnellreise hin oder... Also eigentlich müsste ich da ja eigentlich nur hinlaufen. Also, ich meine, so weit kann es ja eigentlich nie sein, ne? So. Gut. Einmal rüberhüpfen. So. Ja, das sieht nämlich schon verdammt nach der Siedlung aus, wo ich hin will. Ah, ich hab's gewusst. Sauerei! Hau ab, du! Oh, oh, zwei Schuss nur noch. Das ist doof. Ich brauch mal eine andere Waffe. Meine Impro-Pistole. Alter, so, Torso. Und, gib ihm.
So, der erste ist weg. Kann ich nicht. Achso, weil ich keine Aktionspunkte mehr habe. Ach, so ein Scheiß aber auch. Der ist weg. Klapp mal eben, ne? Ihr hört Diamond City Radio. Das gab einen Kopfschuss. Der ist weg. Schon. Ich bin's. Travis. Hui! Ja. Hier kommt Roy. Ich hab's irgendwie gewusst. Irgendwas würde mich verfolgen. Mal wo ist denn der dritte? Ich hab doch irgendwo noch einen dritten gehabt. Ja, wie Bethesda das auch angekündigt hatte, man sieht tatsächlich, es ist, uncut. Wo ist denn der dritte scheiß Köter, den ich hier rumliegen hatte? Ich habe doch gerade noch einen dritten ermordet. Wo ist er denn? Wo ist denn das scheiß Vieh jetzt hin? Was zur Hölle ist das eigentlich? Okay, keine Ahnung, was es ist, aber ich will da hin. Ja, ist natürlich der Nachteil wieder. Ich könnte mir natürlich ein Stimpack reindrücken, das will ich aber nicht. Ich gehe mal auf mein Inventar. Ich habe doch hier irgendwo Hilfsmittel da. Gegrillte Red Kakerlake. Da habe ich 3 Stück von. Gegrillter Redhirsch, gebackene Bleefliege. So, die knüppel ich mir mal einmal rein. Fleisch vom Mischlingshund. Oh, da kriege ich aber Red oben drauf. Das ist natürlich geil. Red Away. So, jetzt müsste ich eigentlich voll sein wieder. Ja, ich bin auch voll. Das ist gut. Was ist das? Was ist das? Ah, Bleefliege, Bleefliege, Bleefliege. So, Bleefliege weg. Hey, bleibst du hier? Okay. Concord. Was immer das auch ist. Okay, man nehme mir das gerade nicht übel. So, jetzt kann ich auch weiterlaufen. Was ist das? Gut, hier kriege ich nie auf. Ist das ein Wasserturm oder was ist das? Oh, ein löchriger. Ein löchriger Turm auf jeden Fall. Okay, jetzt sollte ich vielleicht... Okay, hier ist noch nichts. Ich meine, ich bewege mich auf jeden Fall darauf zu. Das ist schon mal... Was immer das auch ist. Das ist eine Siedlung? Eine Stadt? Okay. Da will ich zwar nicht hin, aber... Wir gehen erstmal darüber. Gucken mal. Red Rocket Raststätte. Aha, die Red Rocket Raststätte. Na, guck mal an. Kochstation? Kochstation. Okay, da haben wir eine Kochstation, da haben wir einen Eiskühler, da haben wir eine Rüstungswerkbank. Was können wir denn hier machen? Gucken wir doch mal, was können wir denn da machen? Lederrüstung. Inventar. Ohne Extras. Ja, ohne Extras. Das habe ich gerade gemerkt, dass er ohne Extras ist. Isoliert. Ach, ich brauche Gummi dafür. Ich habe Kleber. Achso, ich kann da aber jetzt nichts mitmachen. Das ist natürlich blöde. Raider-Rüstung Harnisch. Standard. Ja, da fehlt mir natürlich wieder ein bisschen was für. Ja, gut, da habe ich eine Rüstung. Das ist also dieses Crafting, was man jetzt inzwischen machen kann. Das konnte man früher noch nicht bei den älteren Fallout-Teilen. Da ging das nicht so. Was ist das denn? Telefon! Oh, ein Telefon! Guck mal, ein Telefon. Ah ja, hier, Nuka-Cola-Automat.
Hey, eine Nuka-Cola. Cool. Eine leere Milchflasche. Ein Milchautomat. Aha. Zigarettenautomat. Gehen wir nochmal rein. Nehmen wir die Kronkorken einmal mit. Hier haben wir eine Rüstung. Das müsste eine Waffen... Also eine Werkstatt. Das hier kann ich wieder... Mit der Werkstatt kannst du Objekte und Gebäude in der Nähe bauen, anpassen und entfernen. Du wechselst mit links und rechts zwischen den Optionen. Mit hoch wählst du das Objekt oder Gebäude, das du bauen willst. Wenn das gewählte Objekt grün erscheint, drücke E, um es zu bauen. Ist es dagegen rot, verändere die Position des Objekts und deine eigene, bis es grün wird. Werkstattobjekte werden aus Komponenten hergestellt. Wenn du ein Objekt baust, werden die benötigten Komponenten automatisch aus Schrottgegenständen wiederverwertet, die sich in deinem Inventar oder im Inventar der Werkstatt befinden. Na, achso, guck mal hier, da kann ich, das ist wieder blöde, dass man das mit WSAD nicht machen kann. Möbel, Dekorationen, Energie, Schutz, Ressourcen, Läden und Herstellung. Aha. Okay, also da kann ich meine eigene Siedlung mitbauen, wenn ich das wollen würde. Ah ja, hier kann ich den Stimpack noch mitnehmen, das ist gut. Den Schraubenschlüssel nehme ich mit, den Aschenbecher nehme ich wieder mit. Halte V gedrückt, um das Werkstattmenü zu öffnen, wenn du dich im Baubereich befindest. Ja, oder auch nicht. Ah ja, 10mm Pistole, Superkleber, Silbermedaillon, so ein paar da. Das ist doch schon mal sehr angenehm, das nehme ich doch einfach alles mit. Power-Rüstungswerkstatt. Finde eine Powerrüstung, um diese Modifizierungsstation nutzen zu können. Ja. Waffenwerkbank. Was kann ich denn hier so machen? Ich kann die Pistole verbessern. Das ist schon mal cool. Habe ich nicht 10 mm? Habe ich nicht gerade 10 mm, Digga? Aha. Schlagring. Kurze doppelläufige, keine Verbesserung. Impro-Pistole. Stummellauf. Standardgriff. Wo ist das mal? Standardvisier. Das kann ich bauen. Was macht denn das Standardvisier? Dadurch steigt meine. Engel passiert da gerade gar nichts. Aha. Gut, kann ich irgendwie. Das bringt mir irgendwie gerade gar nichts. Keine Mündungsbremse. Achso, da sinkt die Reichweite. Benötigt keine. Okay. Achso, weil ich ein Standardvisier drauf habe. Ne, Moment. Das ist das, was ich bauen kann. Was mir aber nichts bringt. Leuchtvisier, das würde mir was bringen. Kurzzeitbereichgröße. Mhm. Ja. Gut, da kann ich erstmal jetzt gerade nichts wirklich machen, weil mir so ein bisschen die Teile fehlen. Aber ist ja schon mal gut zu wissen, dass man hier einiges machen kann. Begrüße den Hund. Welchen Hund? Wo ist der Hund? Hund? Ah, hallo Hund! Hey, Kumpel. Was machst du denn ganz allein hier draußen? Du scheinst echt okay zu sein. Oh. Na, siehst du. Okay, lass uns zusammenbleiben. Schau den Hund an und drücke E, um ihm Befehle zu erteilen. Hey. Wie geht's dir, Kumpel? Hey Junge, hast du irgendwelche Tricks drauf? Oh! Hund hat etwas gefunden. Hey, er hat ein Stimpack gefunden. Braver Hund. Braver Hund. Wie geht's dir, Kumpel? Braver Hund. Hey Junge, kannst du was für mich finden? Such mal Gegenstände. Guck mal, ob du hier was findest, Junge. Hund hat nichts gefunden. Oh, schade aber auch. Hey, aber das ist cool. Ich hab meinen Hund. Wieso kann ich meinem Hund eigentlich keinen Namen geben? Das finde ich jetzt blöd. Warum? Hund. Oh, 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 jetzt warte. Hallo, warte.
Ah! Mistviecher! Scheißviecher! Ja, das sind die mutierten Ratten. Das sind die Maulwurfsratten hier. Die Viecher. Die sind natürlich auch wieder sehr cool. Ist was gefunden? Ach, die sind da rausgekommen. Aha. Scheiß Maulwurfsratten, ey. Ja. Hey. Da ist noch eine. Wo ist mein Hund? Hund? Ah, da bist du. Aufgepasst. So, ich würde gerne mal... Kann ich handeln? Okay, ja. Auch nicht schlecht. Ich kann dem Hund sogar mit dem Hund handeln. Aufgepasst. Das ist eine coole Sache. So, hier. Wie geht's dir, Kumpel? Na? Hey, Junge, hast du irgendwelche Tricks drauf? Na? Boah, mein schöner, ne? Siehst du, habe ich meinen schönen Schäferhund hier. Das ist immer gut, den kann man gebrauchen. Aluminiumdose mitnehmen. Giddy Buttercup Hinterbein. Wann immer das noch ist. Waffengift mitnehmen. Butterkopf. Kann man ein bisschen Cran mitnehmen. Esotronic. Ja, nichts drinnen. Das ist natürlich ganz toll. Verbranntes Lifestyle-Magazin. Boston Bugle. Verbranntes Lifestyle-Magazin. Ey, guck mal, Zigaretten. Die kann man gut verkaufen. Oh, das Telefon nehme ich auch mit. Den Toaster nehme ich noch mit. Im Schrank ist nichts drin. Nix da. Okay. Kann ich die Poster mitnehmen? Sugar Bombs! Kann ich nicht. Okay, gut. Was haben wir denn hier? Da haben wir nichts. Blechdose nehmen wir noch mit. Verstellbarer Schraubenschlüssel. Das wird alles mitgenommen. Das ist alles Zeug, was ich gleich zum Craften gebrauchen kann. Ey, das Terminal. Kronkorkenvorrat. 17 Kronkorken. Abgenutzt. Chirurgen-Skalpell. Einmal ein Jet mitnehmen. Oh. Das war natürlich toll. Ich wollte eigentlich nachladen. Sieht aber nicht gut für mich aus. Wieso ist meine 10mm Pistole nicht auf meiner... Wieso ist die 10mm Pistole nicht favorisiert? Danke. Ja, weil ohne Schuss, ohne Moos nichts, ohne Schuss nichts los. So, gucken wir uns mal das Terminal an. So, willkommen Red Rocket Mitarbeiter. Geschäftliche Einträge. Neue Ausrüstung installiert. Musste mich etwas mit der Zentrale anlegen, aber wir haben endlich alle Werkzeuge, um selbst unsere Teile herzustellen. Wenn sie das nächste Mal in den Gurtverschluss ändern, müssen wir also nicht wieder die teuren Corvega-Teile bestellen. Wir nehmen einfach einen von denen, die wir haben und passen den an. Rosafarbene Restaurierung. Hey, liebe Ferosa aus Sanctuary Hills restauriert zusammen mit ihrem Sohn eine alte Corvega. Nöpsch. Tja, der Junge scheint etwas verzogen, aber das ist wohl auch der Grund dafür, dass sie dieses Projekt mit ihm durchzieht. Wie dem auch sei, sie hat das bisher verdammt gut hinbekommen. Ich war echt überrascht, wie viel sie und der Junge allein geschafft haben. Sie ist nur zu mir gekommen, weil der Motor doch etwas zu kompliziert für sie war. Ich bin sicher, wir können ihr helfen. Sichere Verwahrung. Jim! Kümmere dich um diese Fässer, bevor du heute Abend Schluss machst. Die Prüfer kommen direkt morgen früh. Versteck sie einfach bei den anderen. Wir überlegen uns später dann eine langfristige Lösung. Hey, wenn uns die Natur mit einer Höhle direkt unter dem Laden beschenkt, wie kann ich da Nein sagen?
Wie kann man da nein sagen? Ja, das ist wohl wahr. Serviceaufzeichnung für den Oktober. Freitag, 1. Oktober. Bremse von 2075er Fusion Flare Supreme ausgetauscht. Mittwoch, 6. Oktober. Monatsinspektion des Voltec Vans. Keine größeren Probleme. Aber der Vertreter ist echt ein hochnäsiges Arschloch. Donnerstag, 14. Oktober. Hab mit der Arbeit an einem neuen Motorrad begonnen. Vorkriegsmodell. Was zuerst aussah wie ein verklemmter Gashebel, hat sich als ernsthaftes Problem mit der Verkabelung herausgestellt. Die Kabel sind fast alle überaltet. Ich tausche sie durch Kabel aus Platin aus. Montag, 18. Oktober. Kühleck in einem der neuen 2077er Corvega Coupés. Transparente Fahrgastzelle. Sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Freitag, 22. Oktober. Atomare Lichtmaschine vom 2073er Corvega ausgetauscht. Alright. Holobandladen. Achso, hier kann ich die Holobänder noch machen. Achso, ich kann hier auch zocken, wenn ich wollte. Gut. Ja. Was? Neue Ausrüstung, was für sichere Verwahrung. Achso. Gut. Kopf verlassen. Verlassen. Danke. Sehr schön. So, dann haben wir das auch geklärt. Das ist ja schon mal sehr viel wert, ne? So, im Kühlschrank ist nichts drin. Da haben wir noch ein bisschen Wasser. Hier nehmen wir eine Kaffeekanne mit, die Kochplatte nehmen wir mit. Die Dinger nehmen wir mit, den Plastikteller nehmen wir mit. Da haben wir noch einen Boston Bugle, den wir auch nochmal mitnehmen. Da habe ich Hund. Hund. So, da kann ich meine Powertech-Rüstung machen. Da habe ich die Werkstatt. Da. Da will ich ja mal gerade hin. Kann ich jetzt irgendwas hier bei der Impro-Pistole, kann ich da jetzt irgendwas noch verbessern? Kurzer Lauf, kurzer leichter Lauf, Komfortgriff, Standardmagazin, großes Magazin, Standardvisier, Kurzreichweiten-Zielfernrohr, keine Mündungsbremse, kleines Bajonett, das ist doch schon mal cool. Aber da geht meine Reichweite bei runter. Aber sie würde den erhöhten Nahkampfschaden, verringerte Reichweite. Das ist natürlich nicht gut. Das ist natürlich nicht das, was ich eigentlich will. Standardmagazin, großes Magazin, Komfortgriff. Da steigt meine Präzision. Verbessert Rückstoßdämmung und Präzision aus der Hüfte. Ja. Ja. Klingeling. Dann werden wir das einmal machen. Und schon habe ich nichts mehr, was ich noch großartig bauen kann. Alle fünf. Kapiert? Keine Mündungsbremse. Das ist aber Standard. Das ist lustig. Irgendwie. Okay. Okay, da kann ich auch nichts machen. Yes. So, verlassen wir das ganze Ding wieder. Und nun, eine Nachricht. Es wird irgendwie wird's dunkel. Von unseren Sponsoren. Bei John und Kathy Supersalon gibt es die neuesten Frisurentrends. So, ich werde mal den Schlagstock wieder nehmen. Und genießt die neidischen Blicke der anderen. Hört sich an, als wäre Betty Hutton echt verrückt. So, eigentlich müsste ich jetzt die Werkstatt hier drauf haben. Ja, da habe ich sie auch. Gut, weil da muss ich nämlich gleich wieder hin. Erstmal gehe ich nach Hause. Das ist aber in die Richtung dann. Hast du was gefunden, Junge? Nein, hat er nicht. Oh, schade aber auch. So, weil ich soll nämlich darüber. Na ja, super. Jetzt muss ich durch dieses verseuchte Wasser, oder was? Wollt ihr mich verarschen? Nein, muss ich nicht. Ich gehe über die Brücke. Das ist mir sicherer. Ich gehe über die Brücke. So, ich gehe über die... Oh, oh. Moment. Ja. Der sieht ziemlich kaputt aus.
Wo ist noch mein Hund? Hund? Ah, da ist Hund. Okay. Da ist Hund. Hund. Ey, wie kann man denn den Hund nur Hund nennen? Ich könnte es jetzt natürlich Call of Duty-like machen. Und nenne ihn einfach Riley. Weil irgendwie hat er doch verdammte Ähnlichkeit mit Riley. Also nenne ich ihn Riley. Okay, habe ich die getöteten Maulwurfsratten? Das waren die ich ja so umgebracht habe. Jetzt war doch hier irgendwie, war da. Also die Autos. Wieso? Er schnüffelt hier rum, aber hat nichts, findet nichts oder was? Aber wo war denn jetzt die komische Siedlung, die ich da hatte? Ne, da ist... War das die Siedlung? Nein, die Siedlung war in die Richtung. Genau, die Siedlung war in die Richtung irgendwie, ne? Oder sehe ich das jetzt verkehrt? Da ist diese Siedlung. Hund hat etwas gefunden. Wo? Wo bist du? Ja, Hund? Ah, da. Naja, bin ja schon da. Komm ja schon. Brav. Ganz brav gemacht, Riley. Ganz brav gemacht. Da kann ich gleich tatsächlich noch hin. Sollte ich mir merken. Also von der Rocket-Gedöns-Geschichte nach Süden runter. Ja, ich bin ja eigentlich auch blöd. Ne? Warum bin ich eigentlich nicht auf der Straße geblieben? Weil ich hätte das Ding eigentlich direkt sehen müssen. Gut, ja. Da kommen wir der Sache dann auf jeden Fall schon mal näher. So. Ich fühle mich gerade irgendwie so ein bisschen... Ja, wie soll ich sagen? Ein bisschen hilflos, so mit einem Schlagstock bewaffnet. Hoppala. Oh, den hat er aber ziemlich... Oh, den Kreuzschlüssel, den nehmen wir natürlich auch noch mit. Was ist denn mit dir los? 38er Patrone. Stimpak, Schlagring, Impro-Pistole, Gammler-Outfit. Ja. Das sieht nach Kabel aus. Ne, ist ein Schlauch. Mit dem kann ich nichts anfangen. Wo bist du denn? Okay. Ja, der rennt natürlich durchs Wasser, ne? Wenn ich da natürlich durchrenne, dann bin ich natürlich gleich wieder radioaktiv verseucht. Ja, natürlich. Red plus 3, danke. War natürlich wieder logisch. Und der Hund, der rennt da durch, das interessiert den gar nicht. Ach, guck mal, ich kann aber verdammt hoch springen. Im Gegensatz zu manch anderen Sachen ging das gut. Sonst hoffe ich mal, dass die Brücke nicht zusammenbricht, ansonsten habe ich ein Problem und ich liege im Wasser. So, hier bin ich zu Hause, eigentlich. Ey, Splittergranate. Moment. Inventar. Wo habe ich denn die Splittergranate jetzt? Splittergranate? Granate? Wo ist sie denn? Ah ja, Splittergranate. Die kann ich natürlich auch ausrüsten, die packe ich auf die 7. So. Jetzt kann ich mit der 6, jetzt kann ich auf die Splittergranate wechseln. Da habe ich noch 3 von, das sind die Molotovs. Oh Mann. Sanctuary. Die Blähfliege. Batsch. Ach nee, nicht die Blähfliege, eine Red-Kakerlake natürlich. Entschuldigung. Man wird sich ja wohl nochmal irren dürfen. Was ist denn hier? Sanctuary. Achso, und da bin ich zu Hause. Okay, ja, jetzt habe ich Sanctuary gefunden. Das ist schon mal gut. Ja, Fernseher lässt sich nicht mehr aktivieren. Das ist... Da haben wir das TV-Dinnerblatt. Das nehmen wir mit. Da haben wir noch eine Dose. Nein, Stuhl. Da kann man nichts machen. Da ist nichts. Kühlschrank. Da ist auch nichts drinne. Was haben wir denn da?
Hundefutter in Dose. Aufgepasst. Hundefutter. Achso, das kann ich futtern, okay. Wieso knurrst du so? Vorkriegsgeld? Oh, klasse. Da, nehmen wir noch mal eine Angel mit. Ja, gut. Kann das Radio noch anmachen. Wannebade. Toilette. Das ist auch schon nicht mehr ganz in Ordnung. Irgendwo müssen die doch eigentlich ein... Haben die kein Schlafzimmer hier drinne? Ich kann mich setzen. Ich will mich nicht setzen, ich will schlafen. Na? So, Red Kakerlake Erschallerlagen. Oh, das Haus ist irgendwie kaputt. Da komme ich, glaube ich, auch nicht rein, ne? Ne, da komme ich nicht rein. Da haben wir noch eine Hütte mit einem Terminal. Bin ich jetzt zu Hause? Fast. Schade, die Glühbirne kann ich nicht mitnehmen. Was? Strom haben wir hier nicht. Küchenwaage. Riley? Hund? Das ist Mr. Handy. Warum ist da ein Mr. Handy? Cotsworth! Oh, mein Cotsworth! Wo ist mein Hund? Mein Hund ist weg. Mein Hund ist weg. Gut, mein Hund ist weg. Auch gut. Ey, eine 10mm Pistole. Topf. Wo ist mein Hund? Provisorische Bombe. Feder hinzugefügt, entschärft. Entsperren. Ich habe keine Haarklammern. Das ist blöd. Das war Connie Allen. Kontoterminal. Armbrüste. Rocket 69. Gucken wir nochmal da. So, Passwort erforderlich. Ihr hört Diamond City Radio und ich. Ihr wisst schon, ich bin's. Travis. Hacken. Wähle mit Maus 1 ein mögliches Passwort. Ist das gewählte Passwort nicht richtig, wird die Zahl der richtigen Buchstaben, sowohl Position als auch Buchstabe selbst auf dem Bildschirm angezeigt. Treffer 3. Das ist aber die Frage. Treffer 3. Ja. Treffer 1. Treffer 0. Okay. Es wird in 10 Sekunden zurückgesetzt. Ach, mein Hund. Na, da ist doch mein Hund wieder. Mein kleiner Riley. So. Passwort erforderlich. Ich habe das zwar jetzt noch nicht so ganz verstanden. Treffer 2.
Fehler. Treffer 2. Also E und L. Nee, da ist nur einer. Sperre einleiten. Das ist aber blöd. Was sagt uns das? Ich bin ein schlechter Hacker. Naja, deswegen hacke ich auch nicht, sondern mache Let's Plays, ne? Einsteiger, ja, das ist echt super. Gibt's ja nicht irgendwelche, kann ich nicht irgendwelche Hilfen hier noch? Hilfsmitteldaten. Verbrechen. Gehackte Computer. Allgemein. Entdeckte Orte. Erfüllte Quests, abgeschlossene sonstige Ziele, Herstellung, gehackte Computer. Da habe ich aber nur die. Das ist natürlich jetzt blöd, weil ich wollte eigentlich, hatte eigentlich gehofft, dass ich da irgendwie vielleicht. Dieses Terminal wurde gesperrt. Ist es jetzt dauerhaft gesperrt? Nein, nicht dauerhaft. Gut. Treffer 0. Treffer 1. Ach so, wahrscheinlich das H. Es gibt aber nichts mit H. Das ist aber echt blöd. Warum kriege ich denn dieses blöde Terminal nicht geknackt? Das sagt mir doch wieder, dass das hier alles nicht gut ist. Ich setz mich mal hin.